Einen wunderschönen guten Tag, Couchos. Weiter geht's mit Alex. So, und der hatte mir ja geschrieben, dass ich ihn mal mit Machtstoß probieren könnte, dass ich ihn mal mit Granaten probieren könnte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich machen werde. Anderer Begleiter glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es so viel bringen wird, weil theoretisch müsste Crony eigentlich der stärkste Begleiter von mir sein, dadurch, dass ich schon seine Quest gemacht habe. Ansonsten zum Leveln hattet ihr noch vorgeschlagen, soll ich die Begleiterquest machen? Das ist, denke ich, eine ganz gute Idee. Weil die waren bis jetzt eigentlich, sahen die alle machbar aus. Hier unten ist so scheiße dunkel drin. Da ist eine Truhe. Ne, ist ein Safe. So. Ich habe 5 Zahlen. Kleiner. Das hier muss die höchste Zahl sein. Fangen wir doch einfach mal so an. Machen wir einfach mal 3, 7, 5, 2. Enter. Okay, 3, 7 stimmt. Bleibt nur noch 1, 0. Geht doch. Dann bleibt nur noch 1, 0. Alte Münzen und ein kleiner gelber Stein. Man kann bei sowas auch mal Glück haben. So, ist hier sonst... Was ist da? Warum ist da ein Schalter? Kann ich den drücken? Nein. Okay. Ansonsten ist hier unten aber leer. Und vor allem ist es da dunkel, da will ich nicht mehr bleiben, ey. Okay. Wenn ich das eben übrigens richtig gesehen habe... Oh, das hier ist eine ein Schießplatz hier? Hier stehen irgendwie Zielscheiben. Da unten war aber eben übrigens ein Kleriker-Symbol. Macht auch dann in Verbindung mit den alten Münzen Sinn, weil die alten Münzen benutzen die ja zum Teil immer noch als Währung. Eine Handgranate. Mit der Handgranate. Wie viel Schaden macht die Handgranate? Wo sind die? Handgranate. Schaden 50. Wird geworfen und tut weh. Hat verschiedene Schussmodi, Zeit, Ausschlag und Nährungszünder. Und Nährungszünder. Da könnte ich natürlich irgendwie eine Spur legen und wenn der sich dann dem Ding... Umgebungsscan eingeleitet. Hohes Unrataufkommen erkannt. Wenn er sich den Dingern nähert, könnte ich... Würde er die einfach zünden, eine nach dem anderen. Wäre zumindest eine Überlegung. Aber ehrlich gesagt, verschlossen. Hacken. Kann ich hacken? Ja. So, kleiner. Also, das größere, das. Hier muss was ganz Kleines stehen. 1, 5, 3, 6. 1 und 3 sind dabei, sind aber in der falschen Position. Okay, also hier muss. Dann würde ich fast sagen, steht vorne die 3. Muss sogar. Hier kann nicht die 1 stehen. 5 und 6 sind gar nicht dabei. Dann machen wir mal hier die 4, die 1 und die 7. Die 1 stimmt. Die 3 stimmt immer. Wir haben alle Zahlen richtig. Dann muss es ja 4, 7, 1, 3 sein. Geht doch. Alles klar. Ihr habt das geliebt. Ich komme gerade nicht drauf, wie das Spiel hieß. Ich weiß nicht, ob ich es... Ich habe es beim letzten Mal, glaube ich, auch nicht genannt, wie das Spiel hieß. Das habe ich früher extrem viel gegen meine Mutter gespielt. Da hat man auch 4 Zahlen, also 4 Farben. Und dann muss man die entsprechend anordnen. Und also der Gegner so gesehen... Gibt eine Lösung vor und die muss man sich dann erarbeiten. Dann gibt es verschiedene Farben und es sind nicht alle Farben dabei. Und da muss man eben die richtige Position mit den richtigen, also die richtige Farbe auf die richtige Position setzen. Ich komme gerade leider nicht auf den Namen des Spiels, sonst würde ich ihn euch verraten. Aber ich kann mir vorstellen, entweder ihr kennt das Spiel sowieso, dann wisst ihr, was ich meine. Oder ihr kennt das Spiel eh nicht und dann hilft euch auch der Name nichts. Ja, magst du bitte herkommen?
So, ich überlege gerade mal zu gucken, was das fette Vieh hier kann. Wo ist eigentlich Tony? Nein, 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 nein! Ist Tony eigentlich schon wieder down, ne? Warum ist Tony schon wieder down, ey? Oh nein, falsche Taste. Aua. Ja, das war's. Ich könnte das Ding besiegen, aber ehrlich gesagt dauert mir das wieder zu lang. Auch wenn da auf dem Panzer noch irgendwie ein Heiltrank ist, den ich ganz gerne hätte, spare ich mir das. Das Ding haben wir down. Das Ding nehmen wir mit. Mehr ist hier nicht. Ich frage mich, ob es hier in diesem Gebiet irgendwas gibt. Das verstehe ich nicht ganz. Ich habe ja keine Quest, um hier reinzugehen. Aber dieses Territorium hier ist ja einfach riesig. Und das wundert mich so ein bisschen. Haben wir noch ein paar Ratten. Da was drin? Nee. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob da am Motor irgendwas dran liegt. Okay. Jetzt geht's hier noch irgendwie rein, scheinbar. Bin mir nicht ganz sicher, ob das gut ist, da jetzt hochzugehen. Es könnte eine alte Stadt. Nee, ist ein Tresor. Ein Zyklop. Mana mehr. Leider kein Mana mehr. Wo ist er? Er ist da drüben. Hi, Crony. Mana-Trank. Ich kite den doch jetzt einfach mal. Warum nicht? Ich bin mir sicher, dass er hier was hochwerfen könnte, wenn er... Oh fuck it. Oh Gott. Nicht darunter fallen. Nein, nicht runter. Oh Gott. Wahrscheinlich hat er gerade aus seinem Auge geschossen, könnte ich mir vorstellen. Oder aus dem Maul? Ne, aus dem Maul. Wenn ich hier nicht dauernd doppelt laufen würde, wäre alles gut. Crony, du könntest ihn auch nochmal angreifen. Das wäre total cool.
Steuerung. Hör auf. Bin ja gespannt, wie viel XP der gibt. Ich meine, das ist ein bisschen lame, aber warum denn nicht auch mal das machen? Kann ich halt nur machen, weil er hier gerade so vernünftig steht. Also für mich vernünftig steht. Vielleicht ist der auch für eine Quest oder so da. Ich weiß es nicht. Rennt er schon ab? Erfahrung. Nice. Systemoptimierung eingeleitet. Empfehle Umgebungsanalyse. Wow. Also Loot hat er ja nicht so besonders guten dabei. Das muss man auch mal sagen. Er hat jetzt auch nicht so richtig... Also ich meine, ja, das gab natürlich mehr XP. Also manche Quests, die wir schon gemacht haben. Darf ich das... Nee, ich will das Elixier, das da drin ist. Ja. Danke. Okay. Kann ich nur noch hier oben gehen? Oh Gott, nicht, dass ich hier wieder irgendwie... Moment. Wir öffnen kurz die Truhe und dann gucke ich mir an, was der Todesstrahl ist. Der Todesstrahl klingt irgendwie ziemlich nice. Nee, okay, so. Schön. Zu einfach. Ziehen wir da auch noch ein Schachterhemd. Das ist halt leider schlechter als das, was ich habe. Und der Rest kann nichts. So, jetzt gucken wir uns mal an, was der Todesstrahl so kann. Ist eine Fernkampfwaffe. Magazingröße 23. Schaden 106. Reichweite 30. Ja, okay. Geschicklichkeit und Stärke ohne Ende. Holy shit, ey. Aber das Ding ist mal ziemlich nice, denke ich. 106 Schaden und Mutantenkiller irgendwie plus 1. Das weiß ich nicht genau, was das heißt. Aber wahrscheinlich macht es einfach gegen Mutanten nochmal mehr Schaden. Aber ich brauche dafür halt hier ohne Ende. Und das weiß ich noch nicht, ob ich das überhaupt irgendwann mal erreichen werde. Okay. Aber das war doch gar nicht mal schlecht. Das war doch gar nicht mal schlecht. Wie gesagt, war ein bisschen lame, aber ich denke, das ist durchaus eine Taktik, die man benutzen darf. Bin ich der Meinung. Also man muss nicht zwingend immer einfach nur stumpf draufhauen oder so. Dafür habe ich Magie. Dafür kann ich kiten. Warum also nicht das benutzen? Er hat übrigens auch noch empfohlen, dass ich den Koloss einfach mal hier reinziehe. Da habe ich so ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Weil ich eigentlich ungerne die Leute hier opfern möchte. Und ich glaube, dass die Leute hier zu schwach sind. Deswegen will ich die ungerne, da will ich ungerne den da reinziehen. Aber was ich jetzt mal eben testen werde, ist Granaten. Ich habe nicht wirklich viele. Ich nehme das mal anstelle des Mana-Tranks, weil den brauche ich erstmal wieder nicht mehr. Was ich bei ihm halt... Er macht mir halt, wenn ich in Nahkampf gehe, sehr, sehr viel Schaden. So. Wartet mal, jetzt kann ich hier... Wie kann ich das hier umschalten, da unten? Q? E? W? Bewege ich mich? Nee. Gar nichts so, okay. Moment. Oh,
Granaten haben ihm tatsächlich relativ viel Schaden gemacht. Aber wie schalte ich die denn um? Moment mal kurz. Gameplay? Nee. Zurück. Tastatur und Maus. Tastenbelegung. Ja. Gehen, Sprinten, Schleichen. Waffenmodus. Maus 3. Also wahrscheinlich Mausradklick, richtig? Was ist das hier eigentlich? Flammenwerfer Typ B. Holy shit, okay. Aber den brauche ich nicht unbedingt. Okay, machen wir mal 6. Nee. Damit packe ich die weg. Gameplay. Nein, da wollte ich. Jetzt habe ich wieder das Falsche. Tastatur und Maus, Tastenbelegung. Waffenmodus, Primäraktion, Sekundäraktion, rechte Maustaste. Zielausschaltung X, Zielausschaltung links, Zielausschaltung rechts, Fernkampfmodus F. Könnte F sein. Ja. So, und welches ist jetzt welcher Modus? Aufschlagzünder ist die Granate. Ich will es einfach mal testen. Was passiert, wenn ich den einfach jetzt mit 6 Granaten bewerfe? Wie viel Schaden er dann tatsächlich nimmt. Ich kann noch einmal vorher essen. Nice. Alles klar. Das mit den Granaten war ein super Vorschlag, Leute. Ich habe dazu mit zwar jetzt relativ teuer war's. Teil wird noch einmal wichtig. Aber ich habe ihn damit problemlos machen können. Das war natürlich jetzt mega. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Das war super. So konnte ich das tatsächlich jetzt eben mitnehmen. Das hier war das, oder? Richtig, jo. Nice. Das war jetzt echt gut. Einfach schön die Granaten. Ich glaube, ich habe sogar eine zu viel geworfen. Ich hätte mir eine sparen können. Aber ganz ehrlich, was soll's? Dann habe ich jetzt halt eine Granate zu viel geworfen, die ich mir hätte sparen... Oh, hier oben. Hätte ich gar nicht hin. Dafür habe ich so gesehen eine der Hauptquests weitergebracht. Und dafür kann man, denke ich, schon mal ein paar Granaten werfen. Du hast ein Lager bei uns aufgeschlagen? Wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee. Ha. Dann willkommen auf dem Präsentierteller des Wahnsinns. Große Ziele, stetige Mutantenangriffe und kleiner Lohn. Genau das Richtige für Bekloppte wie uns. So, ja, das ist sehr nett, dass du mich willkommen heißt, aber ich habe da mal was für dich. Ich habe einen Kampfkoloss der Baureihe 7300 in Ignadon erledigt. Tatsächlich? Dann muss er wohl völlig hinüber gewesen sein. Wenn du ihn dir genauer angesehen hättest, dann müsste dir der überdimensionierte Hydraulikkonduktor aufgefallen sein. Ich würde einiges dafür geben, wenn ich so einen hätte. Ja, dann sollst du ihn doch bekommen. Hier ist der Hydraulikkonduktor, den du suchst. Was denn? Du hast ihn? Wow! Oh, jetzt bin ich platt. Danke, Mann! Moment. Ich gebe dir den Konduktor und du holst den abgestürzten Gleiter aus den Bergen hierher. Was denn? Sagtest du nicht? Ja, ich weiß, was ich sagte. Na gut, dann bist du mir aber was schuldig, dass das klar ist. Über deine Bezahlung reden wir, wenn du mit dem Gleiter wieder hier bist. Na schön, ich trommel ein paar Jungs zusammen. Wir sehen uns bald wieder hier, okay? Ha! Endlich mal eine ordentliche Herausforderung. Aber eins schon mal vorweg, die Hälfte der Maschine gehört mir, klar? Das weiß ich noch nicht, ob ich dem zustimmen kann. Bedingungen im normalen Bereich. Eine alte Münze. Warum liegt da eine alte Münze? Ich hoffe, der ist jetzt nicht sauer, dass ich seine alte Münze jetzt einfach genommen habe. Okay, ich habe aber, glaube ich, für ihn jetzt erstmal keine Folgequest bekommen, oder? Die Hauptmission war das. Die macht der Mitte. Doch, es könnte mit meinen Unternehmungen gut als Stützpunkt dienen. Ich sollte versuchen, die dort ansässigen Menschen davon zu überzeugen, für mich zu kämpfen. Naja, doch, ich muss mit Lloyd reden scheinbar. Ich hab... Stimmt, das war die letzte Quest, die ich hier machen musste. Eventuell ist er da oben schon wieder da. Okay, Moment.
Lol, hier ist... Holy shit. Alles klar. Alles klar, das Ding steht hier. So, Kumpel. Da ist das gute Stück. War eine ganz schöne Plackerei, es hierher zu bringen. Wie sieht's denn aus? Mann, Mann. Das Ding ist ganz schön hinüber. Ich werde eine ganze Weile brauchen, um es wieder in Gang zu bringen. Oh, nächster Flashback. Kurz vor der Exekution. Nice, wir nähern uns so gesehen. Der Exekution schon. Zustandsbericht. Der Gleiter ist voll einsatzbereit. Doch gibt es noch einige kleinere Beschädigungen der Außenhülle. Wie schlimm ist es? Nichts Gravierendes. Jedoch befinden Sie sich an einer Schwachstelle der Flugmaschine. Schwachstelle? Was bedeutet das? Tja, sagen wir so. Wenn man weiß, wo man ihn mit einem gezielten Schuss treffen müsste, nun, dann könnte es gefährlich werden. Ich habe keine Zeit mehr. Das Risiko werde ich eingehen müssen. Den Gleiter startklar machen. Jawohl, Commander. Okay. Da wusste er wohl von. So wie es jetzt ist, würde ich keinen Alp damit starten lassen. Obwohl, der Reaktor macht mir etwas Sorgen. Die Reaktorspule hält nicht mehr lange, fürchte ich. Aber egal, lass mich erstmal machen. Ich sag dir später, wenn ich noch was brauche, okay? Okay. Ist ja nett, mit dir zu plaudern, aber ich... Okay. Ihm also momentan keine Quest, dann bin ich gespannt, wann und wie er auf mich zukommt. Dann will ich nochmal eben mit ihm reden. Harley wird sich ab jetzt um meinen abgestürzten Gleiter kümmern. In der Tat. Wenn das Ding einmal richtig läuft, wird es uns noch nützlich sein. Hoffentlich wird es nicht von gierigen Geiern entdeckt, bevor es richtig einsatzfähig ist. Ich schätze, damit hast du dem alten Harley einen großen Gefallen getan. Gut, du hast wirklich alle durch deine Taten überzeugt. Ich hatte keine Zweifel, dass dir das gelingen würde. Dann kommen wir nun zu dem Teil der Abmachung, der in meinem Verantwortungsbereich liegt. Vom heutigen Tage an wirst du den Menschen dieser Siedlung ein leuchtendes Vorbild sein. Du hast bewiesen, dass es dein Bestreben ist, den freien Menschen von Magalan zu einer glorreichen Zukunft zu verhelfen. Ich danke nun ab und übertrage das Kommando des Lagers der Mitte auf dich, Jax. Führe uns in eine sichere Zukunft, in der freier Handel und Frieden wieder möglich sind. Wir werden sehen. Ey. Es lebe die Macht der Mitte. Ich wollte jetzt nicht gar das gesamte Dorf führen. Bring mir etwas. Sicher. Also, okay. Alles klar. Das war nicht meine Absicht. Okay. Ich habe übrigens immer noch Attributspunkte, fällt mir gerade mal so ein. Okay, aber er hat erstmal nichts für mich zum Beibringen. Bin ich ein Level aufgestiegen? Ja, ich bin sogar schon 17 und ein bisschen. Das ist ganz nice. Müsste ich halt eigentlich mal schauen, ob sich irgendwas lohnt zu skillen. Erhöht den von dir ausgeteilten Schaden mit Handgranaten mit jeder Stufe. Ah, das hätte ich natürlich eben sogar gebrauchen können. Das Glück ist mit den Dummen. Das hier ist eigentlich auch ganz cool. Die Frage ist, darüber ob ich dann jetzt ich mich versuche, Sie auf, sicher auf die den Abenteurer lassen. Zu gehen. Aber dafür brauche ich halt 25 Inten noch. Verdient hat er das habe ich halt nicht mehr. Auf der anderen Seite... Aha, nee, ich wollte eigentlich das mit den, Man muss das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Da haben wir eine Meinung. Machen wir es denn? Ich wollte eigentlich das mit... Arbeit zieht Arbeit nach sich. Das Glück ist mit den Dummen. Ich wollte das geben, wo ich mehr XP bekomme für... Ich sehe das nicht so eng. Quests. Wo war denn das? Da haben wir eine Meinung. Das habe ich schon. Papier habe ich sowieso schon relativ so viel gestillt. Alter, Leute, könnt ihr da mal aufhören zu labern neben mir? Ihr nervt ein wenig.
Oh, schwache Tiere greifen mich nicht mehr an. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Und das ist auch nice. Erhöht die Kampfkraft deiner Gefährten mit jeder Stufe. Wenn ich also einfach nochmal 15 Inpunkte reinsetze, könnte ich meine Leute verstärken. Und ich meine... Oh, Leute, das ist natürlich auch geil. Ich brauche sowieso... Int ist, glaube ich, hier gar nicht mal so verkehrt. Naja, meine Kälte ist ja nicht so hoch. Aber ich finde tatsächlich gerade nicht mehr, dass mit dem... Das mit den... Mit den... Na. Dass ich mehr XP bekomme. Das müsste eigentlich hier sein. Ich meine, das war nicht hier, wo man auch Teleporter auf der Karte sieht. Aber ich finde es hier nicht mehr. Goldschmied Sockel einsetzen. Oh. Ja, okay, wir brauchen auf jeden Fall mal 10 Inpunkte. Okay. Jetzt brauche ich einen Handwerkstypen. Denn ich will hier auf jeden Fall nochmal wegen den Sockeln gucken. So, wo haben wir denn Handwerkskampflehrer, Überlebenslehrer? Was bist du? Persönlichkeitslehrer. Handwerk. Überleben, Kampf, Berserker, Handwerk. Das will ich jetzt noch eben testen und dann sind wir durch. Aber ich will gucken, ob ich mir so einen schönen Sockel in meine Waffe setzen kann. Aber alles in allem war das echt erfolgreich heute. Wir haben diesen komischen Zyklopen gekillt. Wenn auch mit einer, naja, etwas lame Taktik. Aber wie gesagt, das gehört halt dazu, bin ich der Meinung. Das war ja sogar euer Vorschlag, das mit den Handgranaten zu machen. Dementsprechend, ob das wohl war es? Denke ich, war das... Bist du dir da wirklich sicher? Sitzen hier irgendwelche... Das glaube ich wichtigen nicht. ...wichtigen Menschen? Nee. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Warum ist hier so viel los? Bist du ein wichtiger Mensch? Ist das denn ernst? Nein. Okay. Interessante Geschichte. So. Bring mir was bei. Bring mir wieder. Sockel einsetzen. Ja, bitte. Oh, Chemie kann ich jetzt auch machen? Nice. Alles klar, ich würde sagen, das reicht gerade erstmal. Verdammte Dann gehen wir noch eben nach hier oben. Das mit der Chemie gucke ich mir beim nächsten Mal an. Jetzt will ich gerade nur noch wissen, ob ich mir jetzt hier einen Sockel einsetzen kann. In meine Waffe. Das hier. Sockel einsetzen. Bonusschaden plus 1. Malusresistenz der Gegner minus 1. Bonuserfahrung Monster plus 1. Bonusschaden Gefährten. Ich würde sagen, ich mache gerade mal einfach Erfahrung, oder? Einsetzen. Okay. Ist das Ding jetzt drin? Ja. Bonuserfahrung Monster plus 1. Nice, damit bekomme ich jetzt auf jeden Fall mehr Erfahrung. Ich hätte mir jetzt auch mehr Schaden reinsetzen können. Aber ich denke, da wir momentan ja ziemlich aufs Leveln aus sind, wird das nicht schaden, nicht gerne gesehen. Ein wenig, mehr Erfahrung mitzunehmen. Wir sind jetzt Stufe 17, wir haben heute den Zyklopen getötet, wir haben heute den Roboter getötet, wir haben unser Raumschiff zurückgeholt. Wir wissen jetzt sogar, warum wir abgeschossen werden konnten. Ich finde, das war eine sehr erfolgreiche Folge. Leute, wenn es euch gefallen hat, sehr gerne einen Like da lassen. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich auch wieder. Bis dahin, haut rein.